Über den Sinn von Weihnachten scheiden sich die Geister. Für die einen ist es das unvergleichbare Fest der Freude, für andere ist es schlichtweg eine große PR-Kampagne, um die Wirtschaft anzukurbeln. Unberührt davon ist das Weihnachtsfest eine soziale Institution, ein Fest, welches insbesondere für Kinder eine hohe Bedeutung in sich trägt. Das kleinste Geschenk wird dabei zum Universum. Doch es gibt sie weltweit, Kinderarmut, die besonders zum Weihnachtsfest in besonderer Erscheinung tritt. Ein Geschenk ist hier mehr als nur ein materieller Gegenstand. Ein Geschenk wird zum Hoffnungsträger, eine Perspektive, die in einen Schuhkarton passt. Das Bewusstsein bei den Kindern, ich bin nicht allein, ist für die Schuhplus GmbH in diesem Jahr die Motivation, als Pate die Aktion Weihnachten im Schuhkarton aktiv zu unterstützen und auch als Sammelstelle für den Landkreis Verden aufzutreten. Über die Aktion und über die Hintergründe dazu spreche ich jetzt mit der Leiterin für den Landkreis Verden vom Geschenke der Hoffnung e.V. Ich begrüße im Studio Monika Berlitz. Hallo Frau Berlitz, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Frau Berlitz, Sie haben 2005 die Aktion Weihnachten im Schuhkarton nach Verden geholt. Seit 2006 sind Sie Leiterin dieser Aktion. Sagen Sie, wie sind Sie darauf gekommen, die Aktion hier nach Verden zu holen? Ja, ich habe 2005 von der Aktion gehört und war gleich begeistert, weil ich selber vier Kinder habe und die Freude zu Weihnachten doch groß ist, wenn man was auspacken kann und dass es halt nicht allen Familien möglich ist, fand ich schlimm, wenn man den Kindern nichts schenken kann. Da habe ich gesagt, okay, da musst du mithelfen. Und das war so eine spontane Sache. Plötzlich haben bekannte Verwandte davon erfahren und haben auch angefangen, Päckchen zu packen. Schwuppdiwupp waren wir über 200 und dann stand ich mit den Päckchen da und wohin damit? Da musste ich die nächste Sammelstelle finden, die war dann in Darfwerden. Und das haben wir dann mit dem Pferdetransporter dahin gefahren, das war sehr aufwendig. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, dass es in einer Stadt wie Verden keine so eine Sammelstelle gibt. Und habe mich dann entschieden, also für 2006 so eine Sammelstelle zu eröffnen und vielen, auch älteren Pferdnern, diesen Weg bis dahin zu ersparen. Und die Sache ist gleich so gut angelaufen, dass wir das beibehalten haben. Und ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr wieder ordentlich Päckchen für diese bedürftigen Kinder sammeln können. Wie nehmen die Kinder die Geschenke wahr? Wie sind die Reaktionen? Die Kinder sind natürlich sehr erfreut über diese Päckchen, teilweise auch ein bisschen schüchtern und können manchmal nicht so ganz fassen, dass dieser Schuhkarton wirklich ihnen ganz alleine gehört. Also die rechnen nicht mit so einem Karton, den sie dann selber behalten dürfen und die bewahren den dann auch wie einen Schatz. Also der wandert dann unters Bett und wird dann wie so ein Schmuckkästchen immer wieder hervorgeholt. Es ist nicht einfach so ein Karton, der aufgemacht wird und in eine Ecke wandert, sondern die behüten ihn wie so einen Schatz. Also die sind sehr, sehr froh über so einen Karton. Okay, das heißt, die Kinder haben dann auch lange nach Weihnachten noch etwas von diesem Karton ganz und erfreuen bestimmt sich da auch wirklich über eine lange Zeit drüber. Sagen Sie, Frau Berlitz, diese Hilfaktion, die Hilfaktion Weihnachten im Schuhkarton, was unterscheidet diese Aktion von anderen sozialen Projekten? Für mich war das einfach eine schöne Sache, dass ich jetzt selber losgehen kann und kann also einkaufen, gezielt für ein Kind. Also ich gehe jetzt nicht zur Bank und überweise mal eben, was ich jetzt nicht schlecht machen möchte, ist natürlich auch gut und wird ja auch benötigt. Dieses Finanzielle ist eine tolle Sache. Aber dieses sich Gedanken machen jetzt, was kann ich für ein Kind packen? Ich gehe los, ich kaufe ein, ich beklebe den Karton liebevoll mit schönem Papier. Das ist für mich einfach so eine tolle Sache. Das finde ich, macht noch so ein bisschen was Besonderes. In den Zielländern herrscht meistens sehr viel Unruhe. Wie stellen Sie sicher, dass die Geschenke auch wirklich bei denen ankommen, für die sie bestimmt sind? Ja, also vor Ort sind national geschulte Leiterschaftsteams, die auch vor Ort mit den Kirchengemeinden zusammenarbeiten, mit sozialen Einrichtungen, Sozialämter, die Schulen, die arbeiten alle zusammen und die werden also auch gezielt geschult, dass sie wissen, wo genau ist die Not am größten, dass die diese Kinder finden, die auch diese Päckchen brauchen. Frau Berlitz, sagen Sie, welchen Lebensbedingungen sind die Kinder in den Entwicklungsländern denn ausgesetzt? Ja, es herrschen sehr ärmliche Zustände, sodass teilweise 12 bis 14 Personen in einem Raum leben. Dieser Raum wird genutzt zum Kochen, zum Essen, zum Schlafen, also ein Raum für alles. Ja, und manchmal haben die Familien nur 2 bis 3 Paar Schuhe, sodass sie sich dann abwechseln müssen, wenn sie im Winter nach draußen gehen.
In den Schulen und Kindergärten gibt es keine Heizung, weil kein Geld dafür ist. Zu Hause hat man dann so einen Bollerofen, wo es dann wieder extrem heiß ist. Also es ist schon nicht so einfach. Und Toiletten sind meistens noch so Plumpsklos auf dem Hof, wo die Kinder dann eben, wenn es dunkel ist, auch so ein Problem haben, alleine dann zur Toilette. Und also es sind schon ganz ärmliche Zustände. Weihnachten im Schuhkarton ist eine Aktion, die wirkt. Aber halt nur zu Weihnachten. Ist das nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Nein, ganz bestimmt nicht. Diese Schuhkartons bewegen und bewirken etwas in den Herzen der Kinder. Also die Kinder befinden sich ja in einer wirklich elenden und hoffnungslosen Situation. Und dann ein Päckchen zu bekommen von jemandem, der diese Kinder gar nicht kennt, einfach so einen Liebesbeweis zu schicken, das ist etwas, was sie ihr Leben lang im Herzen behalten. Und teilweise haben diese Schuhkartons so richtig kleine Schätze. Ich kann von einem Kind erzählen, das sollte eingeschult werden, besaß aber keine Federmappe und die Bedingung war halt, dass man so eine Federmappe haben musste. Und diese Familie hat aber kein Geld für so eine Federmappe. Und dann kriegte dieses Kind einen Schuhkarton und was war in dem Karton drin? Eine niegelnagelneue schöne Federtasche und dieses Kind wurde eingeschult. Und das ist nur ein Erlebnis. Wir hören immer wieder richtig toll bewegende Sachen, was durch so einen Schuhkarton alles verändert wird im Leben eines Kindes. Also es ist kein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich glaube, dass wir das auch gar nicht so nachempfinden können, was so ein Karton ausmacht. Weil wir haben hier alles, aber dort macht so ein Schuhkarton so viel aus. Und das ist nicht nur zu Weihnachten, denn die haben das ganze Jahr diesen Karton, wie gesagt. Und nein, das hinterlässt wirklich bleibende Spuren. Wie viele Pakete haben Sie im letzten Jahr gesammelt und wo liegt das Ziel in diesem Jahr? Also in meinem Landkreis, wir haben hier in Verden 1029 Schuhkartons gesammelt. Ich finde das schon eine tolle Sache. Und in Deutschland, Österreich und mit der Schweiz zusammen waren das 538.238 Schuhkartons. Wenn man sich das so mal vorstellt an Kinder, das sind eine ganze Menge Kinder, die zu Weihnachten wirklich ein freudiges Herz bekommen haben. Und ich möchte wirklich dieses Jahr so viel wie möglich Schuhkartons sammeln, damit jedes Kind wieder strahlen kann. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch ganz gerne nochmal auf einen Termin hinweisen. Wir werden unterstützt von einem Gospelchor, der schon das dritte Mal dieses Jahr ein Benefizkonzert gibt. Das findet am 12. November statt im Domgymnasium in Verden um 19.30 Uhr. Und jeder, der kommt und teilnimmt, unterstützt einfach die Aktion, sodass wieder ganz viele Kinder beschenkt werden können. Frau Berlitz, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich freue mich wirklich sehr. Auch wir werden mit unserem gesamten Team selbstverständlich an diesem Termin da sein und Sie auch da weiterhin unterstützen. Vielen Dank. Ja, ich möchte meinen Dank aussprechen, Herr Zimmer, und auch besonders dem Schulplus, dass Sie sich so verstärkt dafür einsetzen, dass Sie mit teilnehmen, dass Sie diese Kinder mit glücklich machen. Einfach Dankeschön. Sehr gerne. Ja, liebe Zuschauer, eine Aufmerksamkeit verleiht die Kraft, Hoffnung zu schenken. So beschreiben die ehrenamtlichen Helfer vom Verein Geschenke der Hoffnung stets die Reaktionen von Kindern in Elendsvierteln. Unterstützen Sie gemeinsam mit uns diese Aktion und sorgen Sie mit Ihrem gefüllten Schuhkarton dafür, ein Stück Hoffnung in die Welt zu transportieren. Sie können uns auf dem Postwege Ihren gefüllten Karton zusenden. Eine Anleitung hierzu und weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite, die wir jetzt eingeblendet haben. Sehr gerne können Sie Ihren gepackten Schuhkarton auch bei uns im Geschäft in Dörfern abgeben, denn Schuhplus ist in diesem Jahr die offizielle Sammelstelle für den Landkreis Verden. Gemeinsam sagen wir vielen Dank für Ihre Unterstützung und wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.